Ja, ich bin der Klaus Schmidt von Mascio Deutschland. Wir sind die deutsche Niederlassung der Mascio Gasparto Gruppe. Wir sind ein italienisches Unternehmen und sind führend weltweit im Bereich Bodenbearbeitung, rotierende Bodenbearbeitung und natürlich auch in der Seetechnik. Hier haben wir mitgebracht unsere neue Chrono. Das ist eine Neuentwicklung der Einzelkorntechnik, die wir hier auf dieser Veranstaltung einmal vorstellen wollen. Wir wurden eingeladen auf diesem Bootcamp. Wir finden das sehr gut, dass in dem Segment heute einiges getan wird. Ist ein ganz wichtiges Medium, ab von dem, was man von früher kennt. Die neuen Betriebsleiter auf den Höfen nutzen diese Medien sicherlich gerne, um sich auch zu informieren. Und wir finden das gut, dass wir auch hier die Möglichkeit haben, auch, sage ich mal, in diesem Medium uns hier auch präsentieren zu können. Wir haben hier unsere neue Chrono. Chrono ist im Prinzip eine Weiterentwicklung der Einzelkorn-Seetechnik von Mascio Gasparto. Was haben wir hier neu? Wir verbinden hier im Prinzip die klassische Unterdruckvereinzelung mit der Drucktechnik. Das heißt, wir blasen mit Hochdruck das Korn in die Saatrille. Funktioniert ganz einfach. Wir haben hier unser Seeherz. Dieses Seeherz vereinzelt hier über Vakuum das Korn, wo wir hier im Prinzip über den Abschreifer die Vereinzelung haben. Hier unten ist die Kornübergabe in das Fallrohr. Das Fallrohr hier wird mit Druck beaufschlagt, das von hier von diesem Schlauch kommt, der mit einem zusätzlichen Kompressor erzeugt wird. Hier in der Mitte sitzt in diesem Fallrohr ein Injektor. Der zieht das Korn hier runter und bläst es nachher mit Hochdruck in die Saatrille. Hier unten haben wir die Fangrolle. Das Korn wird direkt nach der Ablage direkt von dieser Fangrolle gefangen, damit das also nicht verrollt und damit das also auch sauber im Boden liegt, wird dort festgedrückt und hinten mit der V-Rolle verschlossen. Vorgebaut ist hier noch einmal eine Schneidscheibe, die ermöglicht es uns auch bei sehr schweren Bedingungen, die Saatrille sauber zu öffnen. Hier vor nochmal diese Räumsterne, die also entweder Steine oder dann auch mal Ernterückstände beiseite räumen. Das gesamte Aggregat lässt sich mit einem Druck bis zu 350 Kilo beaufschlagen. Erzeugt wird das hierdurch durch diesen Luftfederball, den wir von der Kabine aus im Traktor mit Druck beaufschlagen können wir einstellen und so können wir auf jede Situation reagieren. Das gesamte Aggregat wird angetrieben über einen Elektromotor und gesteuert wird das über Isobus. Das heißt also, wir nutzen die Isobus-Version des Traktors und steuern dadurch das gesamte Aggregat. Das bedeutet, wir können hier sowohl die Saatmenge regulieren, wir können auch zum Beispiel diese Möglichkeiten nutzen der variablen Ausbringmenge, sprich mit Applikationskarte arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, mit der Fahrgastentschaltung zu arbeiten. Das sind also die großen Vorteile, die wir mit dem elektrischen Antrieb haben. Das Ganze kombiniert hier in dieser Maschine bei einem 6-Reiher mit dem Düngertank. Auch hier die Düngerantriebe, alle elektrisch, alle einzeln abschaltbar. Das heißt also auch hier die Möglichkeit, über Section Control zu arbeiten. Und jedes einzelne Element wird quasi mit einem Dosierer versorgt. Damit der Düngertransport reibungslos funktioniert, wird nach dem Dünger, nach der Düngerabgabe, nach dem Dosieren, das mit Druck in die Saatrille reingeblasen. Diese Maschine hier ist seit letztem Jahr im Einsatz. Wir hatten sie auf der Messe vor 2 Jahren vorgestellt. Wir sind permanent in der Weiterentwicklung. Im nächsten Jahr werden wir mit einer 8-reigen und einer 12-reigen Maschine kommen, die in Verbindung dann mit einem Fronttank zum Einsatz kommt. Sie sehen also permanente Weiterentwicklung. Permanent sind wir dran, neueste Technologien ins Feld zu bringen. Und ich glaube, in Zukunft werden wir eine ganze Menge von diesen Maschinen im Feld sehen.